und herzlich willkommen zum großen Finale hier im Mittelalter bei Bridge Constructor. Wir haben die letzte Runde und unsere Aufgabe ist, baue eine Brücke, um die gestohlenen Güter zurückzubringen. Gib nicht mehr als 48.000. Wir müssen wieder sparen, das gibt's doch nicht. Also. Baumeister, wir brauchen noch einmal eure Hilfe. Baut eine Brücke, um die von den Orks gebauten Güter wieder zurückzubringen. Na, wieso müssen wir eigentlich immer hier ran? Das gibt's doch nicht. Gut, wir fangen an wie immer. Wir bauen erstmal unsere Laufstückchen. Um dann zu schauen, wie sieht's eigentlich darunter aus. Wir müssen Gott sei Dank nicht solche Konstruktionen mit nach oben und nach unten machen. Es ist also alles recht einfach. Unsere Probleme sind die ein bisschen zur Seite gehen. Das heißt, wir können hier nicht gerade nach oben gehen, sondern wir müssen doch wieder in einem leichten Prisma halt eben arbeiten. Ach, ich sag schon wieder Prisma. Ich werde es wahrscheinlich nicht mehr lernen. Wir müssen hier wieder in einer Seitenkonstruktion. So, dann sichern wir den hier ab. Wir sichern den hier ab. Und machen. Der Winkel hier gefällt mir nach oben nicht. Deswegen sichere ich das auch nochmal hier ein bisschen ab. Einmal, zweimal und hier nach oben. Das gleiche machen wir auch hier auf der rechten Seite. Das heißt, ich gehe auch wieder nach oben. Einmal, das Ganze können wir zur Seite absichern. Einmal, zweimal. Und hier gehen wir wieder nach oben. Und unser Problem ist jetzt auch wieder dieser Mittelteil. Das heißt, wir müssen hier doch eine leichte Konstruktion nach oben machen und mit Seilen wieder arbeiten. Ich meine, klar, wir könnten auch direkt alles mit Stein bauen, aber dann rennen wir natürlich gnadenlos über unser Budget. Hier müssen wir im Winkel bleiben. Ich frage mich, ob ich das vielleicht sogar noch ersetzen muss, das Holz darunter. Aber rein taktisch könnte es eigentlich gehen. Gut, jetzt brauchen wir Seile. Das heißt einmal hier, dann zum Rand, damit da garantiert nichts passieren kann. Und dieses Brückenstück hier absichern. Und nochmal einmal eine Querstrebe, damit wir hier wieder Symmetrie haben. Dann hier das gleiche. Zack. Einmal nach hier und einmal nach unten. So, wir sind bei 40.000. Schauen wir, ob uns das Ganze langt. Blöde Frage. Wenn wir die Güter zurückbringen sollen, wieso laufen die dann jetzt von links nach rechts und nicht von rechts nach links? Ich meine, das ist ja eigentlich ein Zurück. Okay, der Teil bricht uns zusammen. Dann müssen wir hier das Ganze noch ein bisschen verstärken. Haben wir ja gerade eben schon... Nein! Seil bringt uns hier gar nichts. Deswegen erstmal hier wieder unsere Brücke normal hinbauen. Dann bauen wir hier eine Fichtestrebe ein. Und hier war auch nochmal unser... Sollte das nicht langen, müssen wir hier auch nochmal so einen Halbstern machen. So wie wir ihn hier auch schon auf der linken Seite gemacht haben, dass wir einfach die Kraft nochmal ein bisschen aufteilen. Aber es sieht eigentlich nein, sieht blöd aus. Der untere Pfosten bricht uns zusammen. Dann müssen wir es genauso machen, wie ich es gerade gesagt habe. Wir müssen hier einfach das Ganze noch ein bisschen ab. Auf einen zweiten Balken ablagern. So. Schauen wir, ob uns das langt. Das heißt, er kommt über die erste drüber. Jetzt sind sie auf dem Galgen. Die Kraft reicht. Der mittlere Balken ist nicht mehr ganz so belastet. Und sie kommen... Ja, jetzt wird die Kraft schon wieder weniger. Ja, das war diese Runde hier bei Bridge Constructor. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen. Das war jetzt das große Finale. Naja, aber es wird sicherlich ja noch weitergehen, wenn wir dann die Prinzessin befreien müssen.
Ja, und bis dahin danke ich euch vielmals, dass ihr jetzt alle Teile mit angeschaut habt. Unsere Punktezahl sind 457.300. Wenn ihr noch Verbesserungen habt, das heißt die Brücken an anderer Stelle anders gebaut habt oder besser gebaut habt, dann schreibt das einfach in die Kommentare zum jeweiligen Video. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen, wünsche euch alles Gute und wir sehen uns beim nächsten Let's Play. Bis dann!